mir könne telefoniere und mit dem Kompi umgehen. Sagen die Skulpturen von Peter Nettesheim, Denkmale des technischen Fortschritts vor dem Rathaus in Much. Auch da hätte Elektronik Einzug gehalten. Der Skulpturenweg in Much. Da sitze am Dorfplatz zwei Frauen ob der Bank. Die han sich zum Denkmal geschwart. Jans aus Bronze von der Künstlerin Rosa Gillissen. Aus Jolt, der Mantel vom Hillian Martin. Teilen sette Bildhauer Henrik Divan dazu vor der Kirche St. Martinus. Im vergangenen Jahr Jans neu geschaffen. Eine ganz große Skulptur, der Landgasthof von 1752 unter den Linden. Im Lindenhof jedet auch Pilz, obwohl wir uns immer noch im bergischen Kölschland befinden. Modern, aber gemütlich eingerichtet, das alte Haus. Den Wein im großen Glas bekommt man ab 3,90 Euro. Die Stange Kölsch gibt's für 1,40 und sogar Cocktails werden angeboten. Für viele Mucher ist der Lindenhof eine besondere Attraktion. Es ist einfach mal ja, was Außergewöhnliches hier in Much auch, ne? So, es gibt viele schöne Restaurationen und das ist aber auch noch mal so ein i-Tüpfelchen. Die Verbindung zwischen Tradition und Moderne ist hier, denke ich, auf wunderbare Weise gelungen. Eine gute Geselligkeit, ausgezeichnete Küche, rundherum einfach ein Laden zum Wohlfühlen, sag ich mal. Am Kamin speist es sich besonders angenehm. Als Vorspeise die Lindenhof-Variante von Himmel und Äd. Ein Kartoffelblutwurstküchlein auf Apfelstampf für 6,90. 5 verschiedene Dips kann man für 3,50 oder die rote Beetesuppe für 4,50 probieren. Es gibt eine ganze Palette von Tapas, 12 verschiedene. Zum Beispiel mariniertes Roastbeef oder Lammhackbällchen in Mandelsauce für jeweils 3,50 €. Die Karte wird immer wieder verändert und ergänzt. Heute Filet von der Sau mit Beilagen für 16,80 oder das große Rumpsteak für 18,10. In intimer Atmosphäre eine ganze Dorade für 15,30 oder das Lachsfilet auf Bandnudeln für 12,80 genießen. Nach Meinung vieler Gäste stimmen hier das Angebot und der Preis. Die Karte ist nicht so überladen, aber das, was man hier macht, ist gut und lecker. Dass es sowas in Much gibt, finde ich äußerst erstaunlich. Die Vielfältigkeit der Küche, nicht nur das Herkömmliche, sondern auch das Mediterrane, das kommt für mich als Spanierin ganz Besonderes zugute. Prost! An der Theke vom Lindenhof eine stantische Geschichte aus Much. Der Pfarrer aus Much wettete mit dem Bürgermeister und dem Doktor, dass seine Schäfchen Heu essen würden. Der Herr Pastor hat wahrhaftig in der Kirche ein Bündel Heu verteilt und versprach der Gemeinde nach dem Genuss dieser heilkräftigen Kräuter ein gesundes und langes Leben. Guten Appetit. Die Mucher ließen sich bequatschen und aßen Heu. Zickdem nennt man den Mucher Heufresser. Er war keine Angst, ihr kriegen keine Heugerichte, dafür aber Blutwurst mit Reis und Zimt, sozusagen kleine bergische Kaffeetafel ob Muchart. Mitten in Much mit seinen vielen Fachwerkhäusern liegt der Lindenhof. Deftige und feine Gerichte gelingen der Küche gleichermaßen. Von Cocktails bis Kölsch gibt's alles günstig hier. Die Damen und Herren bedienen freundlich und aufmerksam. Das komplett renovierte Gebäude hat eine warme, gemütliche Ausstrahlung.